Hallo, hier ist Iggy. Heute soll es mal um den Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero gehen. Ich habe im Internet nachgeschaut und Cola Light ist 1983 auf den Markt gekommen als zuckerfreie Alternative. Es hat ungefähr eine Drittel Kilokalorie pro 100 Milliliter. Von denen brauchen wir 2000 am Tag, um uns über Wasser zu halten. Also man kann sagen, hat keine Kalorien und es hat zwei verschiedene Süßungsmittel in sich, das ist Aspartam und Acesulfam-K. Coca-Cola Light wird nachgesagt, dass es etwas süßer ist als das Original-Cola und dass es eine etwas blumigere Variante, Geschmacksvariante ist wegen der verwendeten Süßungsmittel. Cola Zero kam viel später auf den Markt, nämlich 2005, und es ist der Versuch, der von Coca-Cola den Geschmack des Colas mit Zucker besser nachzubilden. Auch Cola Zero hat für allen praktischen Gebrauch eine dritte Kilokalorie auf 100 Milliliter, also im Prinzip gar keine. Es hat drei verschiedene Süßungsmittel drin, nämlich Aspartam, Acesulfam-K und Cyclamat. Und es hat eine andere Aromazusammensetzung. Deswegen soll es auch etwas weniger süß schmecken. Und jetzt probiere ich die beiden mal. Das habe ich tatsächlich noch nie so nebeneinander getrunken. Das ist jetzt Cola Zero. Ja. Und das ist jetzt Cola Light. Die sind beide im selben Geschäft gekauft und in selbe Zeit im Kühlschrank gewesen. Also müssten sie auch dieselbe Temperatur haben. Schauen wir, dass das. Aha, das Cola Light schäumt etwas mehr, sieht man schon. Und dann probieren wir es mal. Ich fange mal mit dem Zero an. Ich werde jetzt nicht irgendwie so machen oder so das Schwenken. Ne, sieht gleich aus. Also schmeckt gut. Okay, ich habe es mir gemerkt. Oh ja, Also, man muss sagen, ich finde das Light schmeckt ein bisschen wässriger und vielleicht gleichzeitig trotzdem ein bisschen süßlicher, ein bisschen dünner. Aber auch gut, ja. Naja, was jetzt da süßer ist, die sind eigentlich beide tierisch süß. Aber ich muss eindeutig sagen, Zero schmeckt mir jetzt besser. Okay, danke fürs Zuschauen.